Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ja, weiter geht's hier. Wir haben ja vorher in der letzten Folge tiefer gesehen, wie sie so auf so einen Wagen zu entführt wird. Und wir müssen jetzt hier nach ihr suchen. Denn Aeris wollte dringend nachlaufen und ja. Mal schauen. Dieser Ort ist ganz schön gefährlich. Besonders für ein Mädchen. Wir müssen Tifa schnell finden. Alles klar. Hey, ihr zwei! Wollt ihr euch nicht etwas ausruhen? Wir haben schon das Zimmer, wie wär's? Nee, danke, muss ich nicht haben. Also, das heißt, hier ist das Gasthaus. Dann was haben wir hier? Item. Eine Maschine. Oh, da kann man Knöpfchen drücken. Wow. Ganz schön gefährlich, diese Maschine. Scheint kaputt zu sein. Ja. Was haben wir hier? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wie? Wegen was? Zwing mich nicht, das zu sagen. Es ist der Laden dort unten auf der rechten Seite. Der Laden auf der unten rechten Seite? Was kann da schon so böse sein? Mann! Soll ich gehen oder nicht? Was soll ich denn sagen? Schnapp mich halt über, hoffnungslos! Hey, bist du nicht? Was willst du sagen? Du bist auch? Ja, ich auch. Du bist Evas Kindesfreund und bringst alle neue Freunde an diesen Ort wie diesen. Was bist du denn für ein Mensch? Hallo? Das war kurz mein Wecker. Ah ja. Willkommen! Sogar so unpopulierte Schleider wie du können hier auf ihr Schicksal treffen. Suchst du auch nach einer Freundin? Kennst du Tifa? Ey, du bist aber schnell! Tifa ist ein neues Mädchen! Leider ist sie hier noch gerade beschäftigt! Hier im Gasthof zur Honigbiene werden die neuen Mädchen erstmal zum Haus von Don Corneo gebracht. Don Corneo ist als Dilettante bekannt. Jetzt will er sich langsam niederlassen und sucht nach einer neuen Braut. Okay. Dann auf zum Haus von Don Corneo. Ah, vorher schauen wir uns hier ein bisschen um. Da ist ein Speicherpunkt. Was ist das für ein kleiner Junge? Hallo. Sind Katzen nicht großartig? Diese hier ist etwas groß. Ja, das ist eine Riesenkatze. Bitte, komm rein. Ihr habt ihr gratis in Apotheke gekommen, wenn ihr jetzt kommt. Gut, dann gehen wir rein. Oh, komm on. Nehmen Sie Platz, wo es beliebt. Okay, es ist eh nur ein Platz frei. Das setzen wir uns hin. Was darf ich Ihnen bringen? Ich nehme einmal das koreanische Grillteller. Ich nehme das Tagesgericht. Einmal das Tagesgericht! Komm sofort! Ich habe selbst bezahlt! Das muss ich mir sicher. Alles klar. Aber es ist ein schönes kleines Beisel, wo man ein bisschen trinken kann und essen kann. Dann schauen wir mal, wie es hier so schmeckt. Bitte, lass es schmecken. Ja, war in Ordnung. Danke, hier ist der Computer für die Apotheke. Den kannst du doch gehen, ein Objekt tauschen. Wir haben keine Coupons mehr, also können wir keine mehr ausgeben. Warten Sie auf uns nichts mehr, Kapitän. Sehr schön. Einen Apothekencoupon erhalten. So, dann schauen wir mal weiter. Don Corneos Haus ist ganz oben. Das heißt, da werden wir erstmal hingehen. Mal nachschauen. Hallo. Was ist denn für ein Gründer?
Darum möchte dieser Mann vermarkt. Irgendso, der Tarn steht nicht auf Männer. Also lass dich hier nicht wieder sehen. Hey, du hast noch ein Schätzchen dabei. Hey, das sieht aus wie die Villa von Don. Ich sehe sie mir mal genauer an. Ich werde tiefer von dir erzählen. Nein, das kannst du nicht. Das ist viel zu gefährlich. Warum? Du weißt, was für ein Ort das hier ist, oder? Was soll ich da machen? Willst du mit reinkommen? Naja, als Mann dürfte das nicht so einfach sein. Und außerdem, wenn ich da reinplatze, gibt's viel zu viel Aufregung. Aber ich kann dich da nicht einfach alleine reingehen lassen, Mann, oh Mann. Ja, was machen wir denn? Ehrlich, wieso lachst du so? Zuerst müssen wir herausfinden, ob Tief okay ist. Was ist denn so witzig, Ayeris? Lenny, warum verkleidest du dich nicht als Mädchen? Das ist die einzige Möglichkeit. Was? Bist du verrückt? Immer mit der Ruhe. Ich möchte eine süße Freundin mitbringen. Ayeris, ich kann nicht. Du machst dir tatsächlich Sorgen um Tifa, stimmt's? Dann los, schnell! Ha. Ja, okay, und wie stellen wir das jetzt an? Also ein bisschen crazy bist du schon manchmal, Tifa. So, das heißt, wir brauchen erstmal eine Schneiderei. Hallo, guten Tag. Nicht rein, Rippel! Entschuldigung, ich würde gerne ein Kleid kaufen. Das wird eine Weile dauern, ist das in Ordnung? Was? Was gibt's für ein Problem? Ah, ich verwechsel. Oh, mein Schnupfen, da bringe ich die Stimme richtig zusammen. Nun, mein Vater, der Eigentümer, hat in letzter Zeit nicht viel zu tun, weißt du? Er macht alle diese Kleider. Und wo ist dein Vater? Ah. Er hängt vermutlich betrunken in der Kneipe rum. Also, du willst sagen, dass ich kein Kleid bekommen kann? Ja, tut mir leid. Er macht viel zu viel Ärger. Hm. Also schön, dann müssen wir... Willst du mir helfen und zurückbringen? Nun, wenn ich nichts tue, bekomme ich kein Kleid, stimmt's? Wirklich? Bitte hilf meinem Vater. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. In Ordnung. Wir tun alles, lass uns gehen, Manny. Ja, okay. Ich bin gleich wieder da. So, da. Weiter geht's. Also, wir müssen jetzt diesen Chefmann-Dingenskirchenstars finden. Und zwar, das ist da oben. Die Kneipe ist hier. Und da sitzt so ein alter Herr, Opa. Entschuldigung. Sind Sie das, der Vater des Mädchens im Kleidungsgeschäft? Mir gehört das Kleidungsgeschäft, aber ich bin nicht der Vater. Das habe ich nicht gesagt. Mach mir ein paar Kleider. Ich mache keine Männerkleider. Und jetzt habe ich schon gar keine Lust. Bernie? Warte hier eine Sekunde. Ich versuche mit ihm zu reden. Warum gehst du nicht drüber und bestellst dir was zu trinken? Wissen Sie, mein Herr,
hat immer gesagt, dass sie sich einmal als Mädchen verkleiden würde, möchte. Darum hätte ich gerne ein hübsches Kleid für ihn. Was? So ein geheimsiger Bursche wie der? Also, was ist? Magst du ihm eins? Könnte interessant werden. Es wird etwas langweilig, immer nur normale Kleider zu machen. Dann machst du also eins für uns? Ja, alles in Ordnung. Was für ein Kleid wollt ihr? Etwas, das sich weich anfühlt. Und außerdem zu schimmern. Okay. Ich habe einen Freund. Der hat auch so einen Geschmack. Ich werde es mal mit ihm sprechen. Sehr schön. Ey, warte. Warte, bis ich ein Bild im Kopf habe. Das ist gut. Also gut. Dann gehen wir mal runter. Und schau mal nach, ob Opa schon da ist. Da ist er ja schon. Oh, hier bist du. Es ist fertig. Guck dir an. Schlüsselobjekt Seidenkleid erhalten. Na, dann bin ich schon mal gespannt, was da rauskommt. Das wird jetzt lustig. Ching, 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 ching. Schnell umziehen. Wie zieht man das an? Wow, was hast du? Ah, was tust du? Ganz richtig ist es immer noch nicht. Eine Perücke, das fehlt. Habe ich mir so was gedacht. Also habe ich mit einem Freund darüber gesprochen. Wie man eins bekommen kann. Kennst du das Studio? Da gibt's gibt es jede Menge Leute wie du. Geh und rede mit einem. Okay, dann gehen wir ins Studio. Wie, du? Ayeres, was hast du mir erzählt? Ist das wichtig? Auf jeden Fall haben wir ein schönes Kleid. Ja, das ist schon mal wichtig. Das Kleid haben wir ja. So, dann müssen wir in Güm. Wo ist das Güm? Güm. Ich glaube, da oben. Ja, da steckt Güm. Nein, da sind wir falsch. Wo war das nochmal gleich? Da? Vielleicht? Ja, hier sind wir richtig. Hallo. Willst du dich einschmeicheln? Einschmeicheln? Richtig. Und die Perücke? Ja, hab's gehört. Ja, hab's gehört. Aber das würde das kosten. Big Bro! Du kommst nach vorne! Wenn du Big Bro schlägst! Er stirbt! Also muss er nicht mehr was messen! Stimmt! Also mache ich Kniebein! In Ordnung! Aus diesem Stuhl vertreibe dich! Bist du... der schöne Bro? Was? Das weißt du nicht? Läuft hier immer rum, sagt Big Bro hier, Big Bro da, auf der ganzen Big Bro Farm, oder? Vergiss es! Komm hier rüber! Nein, ich erkläre dir den Ring! Wenn du in der richtigen Position bist, drückst du die Wirktaste. Und in der Hocke zu gehen, drückst du die X-Taste. Um dich wieder aufzurichten und drücke die Kreistaste. Viereck X Kreis, Viereck X Kreis.
Ob ich wieder in die Azubi-Mutter so bringe. Also, die Berg X Geisterste in der Reihenfolge. Ja, kapiert. Also, wenn 30 Sekunden die meisten Kniebeugen gemacht hat, bekommt die Perücke. Ich werde es verlieren. Die Perücke von Big Bro gehört mir. Zeig! Erstmal kurz ein bisschen üben. Also es ist wirklich relativ schwierig. Man muss immer nur 4x-Kreis. Und wenn man falsch schlägt, dann macht er so eine komische Bewegung. So immer so in dieser Reihenfolge. Und um gegen ihn zu verlieren, ist eigentlich... Okay, das war zu schnell. Also man darf auch nicht zu schnell drücken. So, ich glaube, das reicht. Genug geübt. 16. Also lassen wir glüsseln, los. Ich glaube, der macht 14 oder so. Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon gewonnen. Ja, wir haben eindeutig mehr. Jetzt wird das Klima gemacht und wird das Klima gemacht. Das ist echt eine Nummer. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Ja, sorry. Oh, das sind zu viele Stimmen auf einem Platz. Da weiß man nie, wer genau spricht. Blonde Perücke erhalten. Ich weiß nicht genau, ob es auch noch andere Perücken gibt. Ich schau kurz mal nach. Gut. Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Schade. Halt die Klappe! Auf zu jammern, nur wenn du verloren hast. Ah, die Stahlfalze vom Bro gehen bis auf die Knochen. Also das ist der Bro. Ich habe mir gedacht, der ist der Bro. Okay. Egal. Gut. Dann gehen wir mal wieder hin. Und schauen mal, ob das reicht. Du dich nicht so? Nicht jetzt. Es gibt nämlich noch etwas zu holen. Und zwar ist hier irgendwo die Apotheke. Okay, nee, das ist nicht die Apotheke. Ist hier die Apotheke? Ich brauche die Apotheke. Wow! Warum ist es jetzt, dass du stehst? Oh, du hast ein Coupé. Dann such dir mal die Medizin, was du willst. Nehmen wir das Verdauungsmittel. Dankeschön. Und jetzt gibt es nämlich hier noch ein paar Zusätze. Man kann eigentlich schon mit der Perücke und mit dem Kleid machen. Aber... Es gibt ja dann noch ein paar andere Zusatzsachen, die man hier noch bekommen kann. Und zwar müssen wir hier aufs Klo. Ey, hier drin ist jemand. Guck weg. Was, Die Medizin geben. Hä? Du gibst mir wirklich welche? Danke. Puh, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank für die Güte. Schlüsselprojekt Sexy Parfüm erhalten. Das war die eine Sache. Aber es gibt noch was zu entdecken. Und zwar müssen wir... Ist das hier? Nee, das ist nicht hier.
Da hinein müssen wir, genau. Zu dem da. Ey, Mann! Hast du mal eine Sekunde? Ich muss mit dir reden, von Mann zu Mann. Was gibt's? Wirklich? Das weiß ich, will ich zu schätzen. Tut mir leid, junge Frau, würden Sie sich bitte für einen Moment umdrehen? Warum? Eris! Gott! Es tut mir leid, junge Frau. Da ist es also. Kennst du den Verkaufsautomaten im Restaurant? Ich würde echt gerne wissen, was sie da verkaufen. Ich kann nicht einfach ein Mädchen bitten, es zu holen. Was? Warum ich das denn nicht selbst gehe? Nur um die Wahrheit zu sagen, ich bin mal mit dem Typen im Restaurant aneinander geraten. Und jetzt kann ich nicht mehr hingehen. Also, wie jetzt? Okay, ich gehe. Gut, danke. Ich warte auf dich. Fertig? Viel Glück. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt ins Gasthaus. Und müssen dort eine Runde pennen. Das heißt, wir gehen hier rein. Willkommen. Das wären 10 Geld pro Nacht. Danke. Meint er das? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich schaue jetzt kurz mal nach. Also, ich bin gleich wieder da. So, und zwar muss ich hier jetzt das für 200 Gil kaufen. Da war ich mir nämlich jetzt nicht mehr ganz sicher. Gut. Vielen Dank. Werden Sie uns bald wieder. So, das heißt, wir gehen wieder zu dem Typen. Und schauen nach, was der sagt. Ich hab's. Oh, wirklich? Hey! Na, Eris muss... Mann! Und was ist's? Ein Problem, der Idiot. Mein Geschäft wird sofort viel besser laufen. Dass ich den der Kopf drehen will. Danke, Kollege. Jetzt bin ich wieder motiviert. Nimm das hier. Fühl es nicht. Tja, wir bekommen was Schönes. Gut. Diamantendiadem. So, jetzt brauchen wir dann noch etwas anderes. So, gleich. So, ja, also die Sachen, glaube ich, die wir noch holen können. Die, ich glaube, von dem. Nein, kann nicht. Schlüsselberg Mittelkarte erhalten, genau. Und zwar gehen wir in der nächsten Folge dann in das Gasthaus zur Honigbiene. Und dann bekommen wir noch 2 Sachen, wenn es gut läuft. Also gut, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.